Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Egerson Spiels Civilization 5. Wir brauchen ein paar Nahkampfeinheiten, um dann den Sieg davonzutragen. Letztlich hoffe ich doch. Hier tun sich Dinge. Wir haben nicht das Gold, wir haben schon genügend gekauft. Oha, oha. Zweimal Gold. Gefällt. Dann kannst du ihn hier angreifen. Nee, ne? Okay. Brauchst auch gar nicht. Dinge passieren, Dinge passieren. Lhasa. Ist nett zu haben. Geheimnisse. Enrico Dandolo. Saluti. Spionage. Hör auf damit. Und ja, hier versuchen sie wirklich die Stadt einzunehmen. Aber das wäre gar nicht so schlimm, wenn sie die Stadt einnehmen. Die Hauptsache ist, dass wir die Hauptstadt eingenommen bekommen. Und das ist halt gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne? Möchte ich behaupten wollen. Du kannst hier in die Hauptstadt. Wer weiß, ob da nicht jemand auftaucht. Dann kannst du... Dinge tun. Ah! Wir haben noch hier ganz viele U-Boote am Start. Eins reicht schon, um ihn hier den Gar auszumachen. Dann, im nächsten Schritt, wird der Bomber auf ihn hier drauf gehen. Gefällt, gefällt. Wir haben hier tatsächlich ein kleines Barbarenproblem. Hä, wieso bist du denn nicht hierhin? Seltsam. Die Artillerie... steht jetzt bereit. Ne? Also will ich hier irgendwie noch was anderes machen als verteidigen, St. Petersburg einnehmen, brauche ich nicht wirklich. Aber falls mal einer sich hier in die Nähe wagt, sind wir da, das ist klar. Wir können jetzt runter mit der Artillerie hier hin und dann können wir in der nächsten Runde St. Petersburg platt machen und mit unserem Panzerschiff dann auch einnehmen. Wenn wir denn dann Einheiten hier haben sollten dafür. Aber cool, können wir von hier aus angreifen? Nee. Müssen wir schon ein bisschen mehr mit auf den Tisch bringen. Aber dann sind wir doch hier rechtzeitig da, um uns... Oh, 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 oh. U-Boot-Alarm. Okay, U-Boot-Alarm ist vorbei. Zum Glück haben wir den noch gehört. Ja, komm mit. Nee, 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 passt so, passt so, passt so. Okay, Produktion wählen. In Tulum. Baumann-Club. Universität, Kornspeicher. Bank. Das Maschinengewehr hier könnten wir gut woanders gebrauchen. In der Nähe von St. Petersburg. Wollen wir jetzt doch auf St. Petersburg? Ich weiß es nicht. Pasquerade. Sie wollen Pasquerade einnehmen, aber schaffen sie nicht. Hoffe ich doch. Jäger muss darüber. Wie weit kann er darüber? Nur bis nach Tikal. Okay. Und der Bomber könnte bis nach Hormus. Kannst du plündern? Nee, denn du bist ja gar nicht einer unserer Feinde. Zum Glück haben wir es auch rechtzeitig erkannt. In Mombasa können wir angreifen. Machen wir auch gleich. Hier können wir hin und das Öl uns schnappen. Dann haben wir die Gelegenheit, den großen General, den Gar auszumachen. Zack. Okay. Okay. Dann wollen wir mal gegen euch hier alle vorgehen. Da können wir nichts machen.
Du bist eingekesselt. Hast du das gewusst, Junge? Wenn wir Passgerade verlieren sollten, ja, blöd gelaufen. Persepolis will ich schon gern behalten. Können wir plündern? Ja. Bringt nur nicht viel. Hier bringst du was. Haha. Oha. Oha. Da geht was. Das hier sind drei Schlachtschiffe. Die können nicht allzu viel dagegen ausrichten, dass wir hier gegen sie vorgehen. Und vor allem können sie die Stadt nicht einnehmen. Das ist ja auch wichtig. Wenn nicht sogar das Wichtigste. Wo fahren wir überhaupt hin? Wir müssen hier runter. Ne? Machen wir ein paar Meter gut hier. So, nix ohne. Oder auch nicht. Jetzt aber. Gegner in der Nähe. Wir haben die Stadt noch nicht verloren. Großer Wissenschaftler geboren. Das gefällt. Raketentechnik. Wir kommen. Wir kommen. Stellungswechsel. Nach Novgorod. Hier unten vorbei. Hier oben entlang. Das sind die beiden Vorbewegungspunkte mit. Und dann sollten wir statt hier oben. Wie viele Punkte sind das noch? Ja, 100 von 15.000. Jetzt haben sie da eine Artillerie aufgestellt. Die immer damals fast kaputt getreten haben, ne? Nun gut. Nächste Runde sind wir soweit. Sind wir mit Sydney im Krieg? Anscheinend. Ungünstig. Da kümmern wir uns gleich drum. Luxusgut verbieten, aufheben, Edelsteine. Jawohl, ja. Dann. Einer kann befördert werden. Machen wir auch. Und gehen hier rein. Jawohl, ja. Jetzt ist natürlich. Okay. Ja. Keine Einheit mehr da, die hier nochmal angreifen kann. Aber ist eine Fernkampfeinheit. Kann schon sein, dass eins von den Panzerschiffen jetzt kaputt tritt. In seiner blinden Wut. Aber, naja. Hier oben will er Lhasa haben. Interessant. Wie wäre es, wenn wir Lhasa annektieren? Dann kaufen wir ein Gerichtsgebäude. Und kaufen eine Moschee. Und kaufen so schnell wie möglich ein U-Boot. Oder ähnliches. Wo sind denn... sind viel zu weit weg, um hier irgendwas ausrichten zu können. Wir können ein U-Boot hier hochschicken. Wird ein paar Runden dauern, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Fallschirmjäger. Sehr gut. Können wir hinter St. Petersburg abspringen lassen. Jawohl, ja. Hier greifen wir auch nicht ein. Aber hier können wir, glaube ich, ohne Probleme dann nochmal rüber, weil dort wird ja niemand mehr wassern. Wir bringen unsere Flotten zusammen. Unser Bomber kann auch angreifen. Jawohl. Sehr schön. Keine Einheit verloren. Die Frage ist, ob wir an Sydney uns vorbeischmuggeln können. Es wird schwierig. Aber andererseits Sydney jetzt mal ebenso mit einzunehmen, mit auch schwierig, ne? Hm.
Aber auch nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist klar. Der Fallschirmspringer könnte hier landen oder hier oben, ne? Das macht er auch. Zack. Und kann plündern, wenn er wollte. Macht er aber natürlich erstmal nicht. Wir warten hier. Ja, aber trotzdem können wir ja schon mal die Artillerie. Die Artillerie. Unsere Flieger ein bisschen Erfahrung sammeln lassen. Gegen diese kleinen Schiffchen hier. Und können wir da drauf? Nee. Aber wenn wir eh schon dabei sind, können wir auch Sydney noch kurz dem Erdboden gleich machen. Das hat Sydney davon. Hätten sie sich mal anders überlegt. Nicht mit ins Krieg angefangen. Aber, sorry. Huch, ja, jetzt ist wieder die Situation, dass wir es nicht einnehmen können, weil wir keine Einheiten haben. Von Persepolis können wir auch keine schicken. Homer den Lancier. Homer den Lancier hier rüber. 5 Runden. Werden wir mit unseren Flugzeugträgern weiter warten? Kann Persepolis hier angreifen? Hat es das schon getan? Ich glaube nicht. Mehr bauen weiter. Weltkriegsinfanterie. Mehr sogar. Hier und da. Weil wir da echt viel von brauchen jetzt. Monty hat Enrico Dandolo den Krieg erklärt. Raketentechnik. Auch gut. Das heißt, unsere Infanterie kann jetzt zur mechanisierten Infanterie abgegradet werden. Wir haben hier den. Boah, diese Hintergrundleuchte. Wir haben ja die, das Maschinengewehr verloren. Okay. Kann schon mal passieren. Und wir könnten die Stadt hier schon schwächen. Machen wir aber erstmal nicht. So. Oha. Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Haben wir da. Hä? Wie ist das passiert? Da muss so ein U-Boot in der Nähe sein. Anders ist das doch nicht zu erklären. Oder doch? Hier hat er ja U-Boote. Also, dass er welche hat, ist ja jetzt kein Geheimnis. Hat Gold. Und die investieren wir die hier oben direkt. Die eine Freibeuter. Bringt das was? 25. Ich glaube nicht, dass wir gegen das Panzerschiff da eine Chance haben. Ich hätte schon gern ein U-Boot hier oben. Naja, schauen wir erstmal. Doppelt gegen Städte. Oh, ich hätte so gerne einfach eine Einheit, eine gute. Wie das hier. Komm mal rüber. Dann. Da bist du zu weit weg für. Schade. Das reicht auch nicht. Und wieso kann die Stadt nicht angreifen? Bist du noch keine Marionette, oder nicht? Verbrennungsfunkwesen. Eine Runde. Nicht mal mit einer befördern. Sehr gerne. Zweimal Angriff pro Runde. Auch sehr gerne. Ah, nee, nee, nee. Wo sind denn alle? Dass uns alle das Hof nicht wohlgesonnen ist, ist okay. Das ist ja klar.
Oh, hier, St. Petersburg. Ah, ist nur ein Jäger. Aber immerhin. Aber immerhin. Reicht das schon für dich jetzt? Auch noch nicht. Na gut. Trippelstätte. Heilen. Heilen. Und der Flugzeugträger selbst. Wenn wir doch wissen, dass er hier U-Boote hat und Landfahrzeuge sportet er jetzt, dann wollen wir da nicht unbedingt mit unserer Armee so hin. Wir holen mal alles hier rüber. Und du wasserst. Dich können wir gebrauchen. Außerdem können wir die ganzen Panzerschiffe gebrauchen, die eben Städte einnehmen können. Warten wir hier oder... Nee, wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Dafür gehen wir hier hin. Da. Komm hier mit. Hier ist die Frage. Bleib mal hier oben. Und die Richtung ist richtig gut. Dann kann der Bomber. Hier töten. Sehr gut. Die Gewässerteinheit ist Geschichte. Und hier. Oh, wieder 80 statt 100. Aber nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Wir holen dies außerdem noch. Könnte ich wahrscheinlich auch upgraden. Und der Bomber ist auch dabei. Okay, nächste Runde. Nun gut, wir werden denunziert. Minus 17, das Panzerschiff hat das ge... Schlachtschiff. Weltkriegsbomber. Jetzt wird ein Schuh draus, natürlich. Was soll es denn sonst sein, wenn ich die Bomber... Die wir nicht sehen können. Gegen Marine. Dann gucken wir mal. 4-5 Runden ist okay. Ah, wir brauchen Luftabwehr. Kann St. Petersburg angreifen? Nee. Ups. Wir können St. Petersburg angreifen. Und das machen wir auch mit Kussand. Marionette erstellen. Reingehen. Und heilen. Heilen ist jetzt wichtig, ja. Dann. Den Nossier kriegen wir nicht. Aber wir können rüber nach Persepolis. Diese Farben sind einfach so verwirrend. So, erstmal... Why? Hast du gerade... Okay. Alles gut. Minus 71 und der Bomber ist noch nicht so weit. Aber immerhin. Wir können hier heilen. Brauche ich erstmal nicht hier. Und schalten da die Missionare aus. Anscheinend. Oha. Da geht einiges. Wir erforschen die Welt hier unten. Trauen uns da auch ein bisschen weiter rüber. Wir haben St. Petersburg eingenommen. Ach, das ist so schön, dass ich das noch hören darf. Flugzeugträger. Hat er da welche geschnappt sich? Ich hoffe mal nicht. Er hat hier oben dann wohl welche bekommen. Das konnte man nicht verhindern. Aber
Das heißt so für uns. Das Surabaya. The way to go is, oder? Mhm. Das sieht vielversprechend aus. Wir können hier plündern. Das nehmen wir mit. Gehen wir da eins zurück. Entledigen uns ihm hier. Bleiben hinter denen. Kommen ja hoch. Oh, das Schlachtschiff ist hier leider ein bisschen ungeschützt. Oh ja. Oh, Flugzeugträger nicht mitgenommen. Naja. Aber das können wir jetzt machen. Indem wir erstmal Luftraumaufklärung, Luftraumsäuberung. Keinerlei Widerstand. Gut zu wissen. Dann können wir dich versenken, nicht wahr? Und dann sind da nämlich eins Schiff und zwei Flugzeugis weg. Dann, nee, Luftraumsäuberung hätten wir ja mitbekommen. Selbe gilt hier, 56 Schaden. Oha, oha. Boah, wir haben es so gut aufgestackt hier. So, und jetzt idealerweise ihn noch. Jawohl, ja. Und dann fühle ich mich schon wohler. Also es wäre halt arschcool, wenn man das übert noch kriegen würden. Dem ist nicht so. Das kann gut sein, dass wir jetzt hier noch eine Einheit verlieren. Aber ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl. Plastik. Plastik. Goldene Zeitalter ist mal wieder vorbei. Aber wir haben Gold. Nicht viel, aber immerhin. Und 7 Zufriedenheit. Lass uns noch mehr U-Boote bauen. Raketenartillerie. Sehr gerne. Haben wir hier alles nicht mehr, ne? Wo ist denn da? Wir hatten noch mal eine Artillerie. Die ist nicht mehr da. Hm. Naja. Flugzeugträger bleibt hier. Du bleibst auch hier. Du bleibst auch hier. Dann sollten sie keine Möglichkeit haben, uns nochmal anzugreifen. Hat ja keiner Flieger sonst. Wir werden es rausfinden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.